Herzlich willkommen zu St. Nikolai und St. Marien im Ohr. Ich bin Andreas Lange. Mit Kantor Frank Schreiber und der Querflötistin Verena Schulte gestalte ich diese Viertelstunde Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind. Was passiert eigentlich mit Leuten, die von Jesus und der Kirche nichts wissen wollen? Ein Thema, über das schon der Apostel Paulus nachgedacht hat. Für ihn war es vor allem die Frage, was ist eigentlich mit Gottes Volk, den Juden, wo es doch ein neues Volk Gottes gibt, die Christen? Lange Zeit dachten Christen überheblich, wenn sie auf Juden blickten. Dabei denkt Paulus ganz großzügig. Gott kennt viele Wege, mit Menschen unterwegs zu sein. Da sollten wir nicht kleinlicher sein, als Gott selbst es ist. Ein Segenslied über Jerusalem, Psalm 122. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des